Nvidia, ja, Nvidia steht ja bei vielen Anlegern immer noch ganz, ganz groß auf der Uhr. Zuletzt auch wieder deutlich größer geschrieben worden auf den Einkaufszetteln aufgrund dieser ganzen KI-Chat-GPT-Geschichte, die hier läuft. Ja, und Nvidia hat Zahlen gebracht. Und wenn wir jetzt einfach mal nur stumpf auf die Zahlen schauen, dann würden wir normalerweise sagen: Puh, also so richtig toll ist das hier nicht, ne? Wir haben hier 88 Cent pro Aktie verdient. Das sind 33% weniger als im Vorjahr. Wir haben einen Umsatz von knapp über 6 Milliarden. Das ist 20% weniger als im Vorjahr. Ist erstmal nicht so toll, ja? Aber wenn wir das Ganze mit dem Konsens vergleichen, hier waren 81 Cent Gewinn erwartet. Der ist deutlich übertroffen worden. Und wir haben einen Umsatz von 6,01 Milliarden erwartet. 6,05 sind gekommen. Also Beat in der Top- und in der Bottomline. Aber ich glaube, dass das eigentliche Highlight war nachher der Earnings Call. Wenn wir uns den Gesamtbereich anschauen, dann haben wir hier gesagt, der Umsatz ist insgesamt hier um 21% gefallen. Aber der Umsatz mit Rechenzentren ist um 11% gestiegen und der Gaming-Umsatz, der ist auch wieder um 11%, um 16% sogar gestiegen. Und das war, glaube ich, ganz wichtig, dass man erstmal sieht, okay, diese fiese Nach-Corona-Delle aus dem Gaming-Bereich, die ist erstmal dabei, ein bisschen ausgebügelt zu werden. Insgesamt, ja, liegen die Umsätze immer noch 45% unter dem Top, aber wir haben eben ein leichtes Wachstum schon wieder drin, auf Quartalsbasis hier 16%. Oder auf Jahresbasis 16%. Bruttomarge ist ein bisschen höher gekommen als erwartet. Das ist natürlich auch immer gut, ist auch was, was die Anleger gerne sehen. Der Ausblick war sehr gut. Ja, Ausblick liefert jetzt uns hier einen erwarteten Umsatz von 6,5 Milliarden fürs nächste Quartal, also ein deutliches Wachstum hier von den 6,05. Da hatten Analysten nur mit 6,3 gerechnet. Ja, Bruttomarge soll weiter hoch bleiben im Bereich um 65%, wird die weiterhin erwartet. Ja, Betriebskosten sind noch gemeldet worden, wie sie erwartet werden fürs nächste Jahr. Das ist für uns alles nicht so interessant. Aber was für uns durchaus interessant ist, ist eben das, was Jensen Huang im Interview gesagt hat oder eben im Earnings Call gesagt hat, also quasi im Interview mit den Analysten. Und da hat er ziemlich wörtlich gesagt, ja, dass Nvidia momentan eigentlich im Wesentlichen das Betriebssystem für sämtliche KI-Systeme ist. Ja, und hat auch ganz klar gesagt, dass Nvidia eben aufgrund seiner Positionierung im Bereich Gaming und Rechenzentren ideal darauf vorbereitet ist, von diesem KI-Trend maximal zu profitieren. Und das, was Nvidia jetzt schon liefert, ist, die nennen das KI as a Service, ja, so mit im Einklang mit Software as a Service bieten die hier KI as a Service, ist schon verfügbar über Oracle und das Ganze läuft über die sogenannte DGX Cloud. Und diese DGX Cloud soll es eben den Anwendern ermöglichen, auf den DGX Supercomputer zugreifen zu können und das Ganze ganz simpel einfach nur über einen Browser. Bei Oracle ist es, wie gesagt, schon angebunden, da läuft das Ganze schon. Jetzt gerade läuft der Aufbau mit Microsoft Azure, also mit der Cloud von Microsoft und mit der Google Cloud. Ja, also in diesen drei Bereichen, das sind die nächsten Punkte, die hier geplant sind, wird die DGX Cloud verfügbar sein. Ja, und die bietet eben diesen kompletten Zugriff aufs Nvidia AI Enterprise eben nur ganz simpel über einen Browser. Viel einfacher geht es ja eigentlich schon gar nicht mehr. Jetzt sind angeblich noch so ein paar Produkte in der Pipeline, die aber erst auf der großen GTC-Entwicklerkonferenz vorgestellt werden. Und das sollte man sich jetzt als Investor ganz dick in den Kalender eintragen. 20. bis 23. März ist diese GTC-Konferenz. Und da wird es sicherlich dann noch die ein oder andere interessante Neuigkeit geben. Ja, was am Rande noch so ein bisschen gefallen ist, war ein Kommentar auch noch von Jensen Huang, dass er sehr ermutigt ist durch die ersten Anzeichen einer deutlichen Erholung in China. Ja, also auch da
könnte für die nächsten Quartale weiter Wachstum herkommen. So, jetzt sehen wir vorbörslich ja 7,9%. Das ist das, was eben in den 10% sogar gerade schon steigt hier weiter. Das ist das, was also nachbörslich in den USA gelaufen ist und jetzt eben dann auch schon vorbörslich. Nachbörslich waren es dann schon 9% im Top. Jetzt ist es noch mehr geworden. Jetzt gehe ich hier noch mal kurz auf den US-Dollar-Chart. Dann schauen wir uns noch mal kurz die Kursziele an von den größeren Analysten. Da haben wir also auf der einen Seite Bernstein, ja, oder Bernstein oder wie auch immer, die haben erhöht auf $265 und Outperform Rating beibehalten. Die Deutsche Bank, naja, die ist ein bisschen hier der Partycrasher, die liegen bei $200 Kursziel, die sehen also eher ein bisschen Downside-Potenzial. Morgan Stanley hat zwar bei Equal Weight belassen, hat aber so ein Kursziel von $255, liegt also ganz dicht an Bernstein. Und Bank of America, ja, liegt bei $275, das ist hier ungefähr so dieser Mittelbereich. Hat also so ziemlich das höchste Kursziel. Jetzt müssen wir allerdings dazu sehen, durch diese starke Bewegung, die hier schon gelaufen ist, ja, wir sind ja hier schon von knapp über $100 auf knapp über $200 gegangen, also die Aktie hat sich hier seit Oktober verdoppelt und damit ist natürlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auch wieder in exorbitante Höhen geschnellt. Wir liegen wieder beim 62er KGV. Ja, und im Hoch vorher, hier drüben, ja, in diesen Bereichen, da lagen wir so bei 85, 89. Ja, jetzt liegen wir schon wieder bei 62. Also wir sind schon wieder sehr teuer. Wenn wir es uns charttechnisch anschauen hier auf dem Wochenchart, dann sieht es im Moment noch so aus, dass wir hier die Momentumbewegung haben, jetzt hier in so eine Bullflag reingehen. Ausbruch nach oben wäre absolut bullisch. Und da ist ja die Aktie eben im Moment auch dabei mit diesem 10% Kursanstieg. Die versucht also hier jetzt aus dieser Bullflag auszubrechen. Charttechnisch sieht es gut aus. Vom Bereich der Kursziele her um $275 halte ich für möglich, für wahrscheinlich. Ja, Nvidia hat wieder so eine Sonderstellung hier im Moment. Aber es ist eben schlicht und ergreifend eine Tatsache, das hole ich hier auch nochmal kurz rein, dass die Aktie schon wieder teuer ist, ja, und eben nicht nur im Vergleich mit der Peer Group, also irgendwo mit der direkten Konkurrenz, ja, das sehen wir hier locker, je nachdem wie wir rechnen, hier zwischen 140 und 240% oberhalb des Durchschnitts des Sektors, aber eben auch zwischen 14 und 33% über dem, was in den letzten 5 Jahren für Nvidia im Durchschnitt lag. Ja, also durchaus teuer. Das ist das, was ich hier zu bedenken geben will, wenn ihr darüber nachdenkt, bei Nvidia zu investieren. Ja, wir zahlen hier den Preis einer hohen Erwartung.